Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 173 von Mittelerde Lore. Und in diesem Video geht es um eines der interessantesten, aber auch kontroversesten Themen in Tolkiens Welt. Den Ursprung und die Natur der Orks. Tolkiens Werke entwickeln sich über die vielen Jahre seiner Arbeit oft stark. Es ist gut bekannt, dass Tolkien seine Werke immer wieder und wieder überarbeitete und viele Aspekte von Mittelerde sich über die Jahrzehnte stark veränderten. Auch verbrachte Tolkien sehr viel Zeit damit, theologische Konzepte und ähnliche Themen in Mittelerde zu diskutieren. Und kaum ein Thema beschäftigte ihn dabei so sehr wie die Orks, ihr Ursprung und ihre Natur. Im Verlauf seiner gesamten Arbeit veränderte und diskutierte Tolkien die Orks immer wieder, schrieb ihre Natur und Herkunft immer wieder und wieder um, und bis zum Ende seines Lebens hat sich Tolkien tatsächlich nicht entschieden, wie er mit den Orks in seiner Welt verfahren wollte und was die Existenz der Orks bedeutet und wie sie begann. Verbunden damit sind natürlich auch viele weitere Aspekte der Orks und Fragen, die sich viele Leser immer wieder über die Jahrzehnte stellten. Wie zum Beispiel, ob Orks einen freien Willen haben und eine eigene Kultur haben können und ob Orks von Grund auf böse sind oder es auch gute Orks geben könnte. Wie schon erwähnt, legte sich Tolkien selbst nie auf eine Antwort fest und diskutierte stets die Orks bis zum Ende hin. Für uns bedeutet das, dass es keine definitive Antwort auf die Frage des Ursprungs und der Natur der Orks gibt, denn Tolkien schloss seine Arbeit an diesem Thema, wie auch an seinem Gesamtwerk Mittelerde, nie wirklich ab. Dafür aber sind uns verschiedene Texte aus Tolkiens Arbeitsprozess mit verschiedensten Versionen der Orks erhalten. Und es ist sehr interessant zu betrachten, wie sich Tolkiens Vorstellungen zu den Orks über die Zeit entwickelten, wo sie begannen und wo seine letzten Gedanken zu den Orks lagen. Diese gesamte Entwicklung will ich auch mit euch in diesem Video betrachten und damit ergründen, wie sich die Natur und der Ursprung der Orks über die Zeit mit Tolkiens Schaffen verändert hatte. Schon in Tolkiens ersten Texten zu seiner Welt Mittelerde, die er bereits 1917 zu schreiben begann, kommen die Orks als böse Diener und Soldaten von Melkor vor und sind damit schon von Anfang an Teil der Welt von Mittelerde. Inspiriert wurden die Orks wohl zentral durch die Goblins der englischen Literatur- und Märchenwelt, und in früheren Werken nennt Tolkien die Orks sehr oft auch Goblins. Der mit der Zeit immer häufigere und später sogar nur noch verwendete Name Orks entstammt dann dem Epos Beowulf. Dieses Werk war für Tolkien sowohl als Linguist und Sprachforscher wie auch für seine Arbeit an Mittelerde von zentraler Bedeutung und gehörte wohl zu Tolkiens liebsten Texten überhaupt. Und darin werden die Orks in einer Auflistung von vielen Ungeheuern genannt, die in einem Sumpf hausen sollen. Allerdings werden sie hier auf keine Weise beschrieben, sondern tauchen nur als ein Name unter anderen Wesen wie Riesen, Zwergen oder Kobolden auf. So übernahm Tolkien tatsächlich nur den Namen der Orks aus Beowulf, aber keine tatsächlichen Eigenschaften. In ihrer ersten Form, die sich im Book of Lost Tales findet, werden sie als die Brut von Melkor bezeichnet. Es wird beschrieben, dass Melkor sie in den Tiefen der Erde, in Schlamm und Schleim und der Hitze der Erde züchtete. Sie hatten Herzen aus Granit und missgestaltete Körper. Diese erste Version setzte Tolkien zunächst auch fort, und in der weiteren Entwicklung der Texte, die später zum Silmarillion werden sollten, schreibt er, dass Melkor die Orks aus Stein erschuf und ihre Herzen aus Hass machte. Besonders diese erste Beschreibung des Ursprungs der Orks erinnert nun auch sehr stark an die Szene aus den Herr der Ringe Filmen, in denen die Züchtung der Uruk-hai durch Saruman im Schlamm und Schleim gezeigt wird. Auf diese Weise wie im Film könnte man sich wohl auch die Züchtung der ersten Orks in diesen frühen Versionen von Tolkiens Werken vorstellen. Sehr klar und deutlich ist hier auch, dass Melkor die Orks erschuf und sie seine Produkte und seine Lebewesen sind. So werden sie hier eben die Brut von Melkor oder sogar die Kinder von Melkor genannt und er ist ihr Schöpfer. Im weiteren Verlauf der Entwicklung der Texte des Silmarillions um 1937 veränderte sich der Ursprung der Orks dann aber zum ersten Mal und Tolkien verband sie mit den Elben. So beschreibt Tolkien nun, dass Melkor die Orks basierend auf den Kindern von Eru erschuf und die Orks als verhöhnendes Abbild der Elben und Menschen machte. Nach wie vor aber wurden die Orks von ihm geschaffen und gezüchtet, nun aber nach einer Vorlage und zentral, nachdem Melkor die Elben zum ersten Mal gesehen hatte und Neid auf diese Kinder von Eru entstanden war. Ebenfalls noch aus der ersten Version erhalten ist hier auch, dass die Orks aus Stein gemacht wurden und Herzen aus Hass hatten, die aber nun zentral durch den Neid auf die Elben getrieben wurden. Und schließlich platziert diese Version die Schöpfung der Orks auch noch klar in die Zeit nach dem Erwachen der Elben.
Christopher Tolkien merkt hier an, dass die Idee der Orks als Spott und Verhöhnung der Elben ein zentrales Konzept wurde, das Tolkien hier zum ersten Mal einführte. Noch deutlich näher an die Elben heran brachte Tolkien die Orks dann in seiner nächsten Version, die er in den 1950er Jahren schrieb. Diese und alle folgenden Versionen entstanden nun in der Zeit, als Herr der Ringe veröffentlicht wurde oder nachdem Herr der Ringe bereits veröffentlicht war. Und hier beschreibt Tolkien nun, dass die Elben zum Ursprung der Orks wurden. Nachdem die Elben bei Cú Chulainn erwacht waren, entdeckte Melkor sie dort zuerst und nahm einige der Elben gefangen. Getrieben von seinem Neid auf die Schöpfung von Eru, folterte und korrumpierte er die Elben, die er gefangen hatte, um sie sich selbst untertan zu machen. Durch Melkors Folter wurden die gefangenen Elben so versklavt und zu den ersten Orks gemacht. Damit züchtete Melkor in dieser Version die Orks also aus den unglücklichen Elben, die nach Utumno verschleppt wurden. In dieser Version veränderte Tolkien den Ursprung der Orks damit sehr deutlich. Zwar waren sie nun nur noch deutlicher ein Spott auf die Kinder von Eru, aber sie waren nun nicht mehr aus Stein gemacht und mit dieser Version führte Tolkien auch eine sehr zentrale Idee ein. Und zwar, dass Melkor, sowie das Böse allgemein, kein eigenes Leben hervorbringen kann. Tolkien beschreibt hier, dass Melkor seit seinem Aufstand gegen Eru und seinem Fall ins Böse kein Leben und auch nichts, was echtem Leben ähnlich war, erschaffen konnte. Daher mussten die Orks aus bereits existierenden Wesen gezüchtet worden sein. So sind die Orks dieser Version Produkte der Folter von Elben und der langen Folter und der Versklavung und der Zucht durch Melkor, die sie zu Wesen erfüllt von Hass machten. Der Hass der Orks bezog sich dabei aber auch auf Melkor und ihre Meister. Sie dienten ihm nur aus Angst, doch da er ihr ganzes Leid verursacht hatte, hassten sie auch ihn besonders. Diese Version und Texte aus dieser Phase von Tolkiens Schaffensprozess verwendete Christopher Tolkien dann auch für das Silmarillion und so wurde dieser Ursprung der Orks als Teil des Silmarillions veröffentlicht. Dadurch wurde dieser Ursprung der Orks aus den Elben und als Produkte von Morgoths Folter der gefangenen Elben auch die bekannteste Version für den Ursprung der Orks. Dies stellt aber noch lange nicht den Endpunkt der Entwicklung dar. Und obwohl diese Version am Ende nach Tolkiens Tod im Silmarillion veröffentlicht wurde, schrieb Tolkien noch in einer Notiz in dieses Manuskript, als er es überarbeitete und merkte an, dass dies geändert werden müsste, da Orks keine Elben sein dürften. Die Gründe, warum Tolkien die Orks noch weiter überarbeiten wollte, waren nun eher philosophisch und theologisch. In diesen späteren Texten diskutierte Tolkien so auch ganz zentrale Aspekte der Orks, wie etwa ob sie einen freien Willen hatten, ob es gute Orks geben kann und ob sie dem Bösen entkommen können, oder auch wie es mit der Seele der Orks aussieht. Diese Änderungen und neuen Ideen schrieb Tolkien nun vor allem in Notizen und verschiedenen Essays nieder. Doch er hatte vor seinem Tod nicht mehr die Chance, diese vielen neuen Gedanken, die sich auch nicht nur auf die Orks bezogen, in seine Werke wirklich einzuarbeiten. Daher sind sie eher lose und wurden nicht von Christopher Tolkien für das Silmarillion verwendet. Tolkien hatte einfach nicht mehr die Zeit, sie in die tatsächliche Narrative seiner Welt einzuarbeiten und diese entsprechend zu ändern. Um allzu viele Widersprüche zu vermeiden und ein zusammenhängendes und in sich sinnvolles Silmarillion zu erschaffen, musste Christopher Tolkien frühere Texte verwenden. Trotzdem aber sind diese Essays sehr interessant, denn sie stellen Tolkien späte und auch letzte Gedanken zu den Orks dar und auch einige der zentralen Probleme, die er mit den Orks hatte und diskutieren wollte. So war zum Beispiel das Konzept eines vollständig bösen Volkes der Orks für ihn zu einem philosophischen Problem geworden. Zunächst merkt er so in einem Text aus 1959 an, dass Orks gegen Melkor und Sauron zum Teil rebellierten, sich widersetzen konnten und Kritik übten. Er vergleicht dieses unabhängige und kritische Verhalten mit den Zwergen, die von Aule erschaffen wurden, die ja zunächst nur Marionetten waren, die genau das taten und sagten, was Aule dachte und wollte. Erst als Eru den Zwergen Seelen gab, wurden sie dadurch tatsächlich zu eigenständigen Wesen. Die grundsätzliche Idee und die Regel, dass Melkor und das Böse kein tatsächlich beseeltes Leben erschaffen konnten, bestand aber nach wie vor. Und damit mussten die Orks aus anderen Wesen gezüchtet worden sein. Menschen gab es aber zu der Zeit, als Orks zum ersten Mal auftauchten, noch nicht. Und eine Herkunft von den Elben, wie sie im Silmarillion beschrieben wird, wollte Tolkien ja ablehnen. Und schließlich schreibt Tolkien hier auch noch, dass Melkor nicht die Macht haben sollte, ein gesamtes Volk derart zu korrumpieren, dass dieses Böse dauerhaft und vererbbar auf diesem Volk liegen würde.
Die Orks sollten also hier weder aus Menschen noch aus Elben gezüchtet worden sein und könnten auch keine beseelte Schöpfung von Morgoth sein, da er dazu ja nicht in der Lage war und Eros Hilfe dazu nötig gewesen wäre. Für Tolkien hieß dies nun in der Konsequenz, dass es kein gänzlich böses Volk unter Morgoth geben kann. Hätten die Orks Seelen, so müssten diese direkt oder indirekt von Eru stammen und damit könnten die Orks nicht völlig und durch und als ganzes Volk böse sein. Auch wenn sie vom Bösen missbraucht und benutzt wurden, müssten sie am Ende gerettet werden können. Ohne den Einfluss des Bösen müssten beseelte Orks damit irgendwann wieder gut werden können. Um dieses ganze Problem eines bösen Volkes nun zu vermeiden, erklärte Tolkien dann in diesem Essay weiter, dass die Orks einfach keine beseelten Wesen sind. Anders als Menschen, Zwerge, Elben oder Ents haben die Orks ganz einfach keine Seele. Sie sind das Produkt von Tieren, die von Melkor gefangen und so gezüchtet wurden, dass sie die ungefähre und verspottende Form von Menschen und Elben bekamen. Damit hätte Melkor auch hier kein grundlegend neues Leben erschaffen und vor allem auch kein beseeltes. Er nahm Tiere und veränderte sie zu hässlichen Abbildern von Menschen und Elben, die dann für ihn als böse Diener und Krieger fungieren sollten. Weiterhin schreibt Tolkien dann, dass die Fähigkeit zu sprechen nicht zwingend bedeutet, dass sein Wesen eine Seele hatte. So brachten Melkor und vor allem auch Sauron den Orks das Sprechen bei und die Worte der Orks, selbst die kritischen und rebellischen, waren nur Dinge, die ihn der dunkle Fürst gelehrt hatte. Tolkien vergleicht dies sogar mit einem Papagei, der Worte nachspricht und vergleicht die Orks mit Hunden oder Pferden, die Befehle ausführen können, aber nicht unabhängig von ihrem Herrn sind. Nur eben mit dem Unterschied, dass Orks dies auf einem deutlich höheren Niveau zustande bringen. Um den Orks diese scheinbar höhere Intelligenz zu ermöglichen und um sie zu beherrschen, musste Melkor aber auch seine eigene Macht in sie fließen lassen. Melkors eigener Geist, seine Fea, verteilte sich so auf die Orks und weitere seiner Diener und sie wurden damit durch den Geist des Hasses erfüllt. Darin sieht Tolkien auch den zentralen Grund für Rebellionen, Kritik und Fluchten der Orks, für das Nicht-Ausführen von Befehlen oder hinterhältiges Verhalten gegeneinander. Der Hass ist grundsätzlich selbstzerstörerisch und unkooperativ, auch mit sich selbst. Indem Orks gegen Sauron und Melkor rebellierten und sich verweigerten, agierten sie nach wie vor hasserfüllt und damit im höheren Sinne des Bösen, das grundsätzlich so selbstzerstörerisch war. Zwei Dinge sind aber noch weiter interessant an diesem Essay. Zum einen wandte sich Tolkien nicht grundsätzlich von der Idee ab, dass Menschen und Elben mit den Orks verbunden sein können. So schreibt er selbst noch hier, dass gefangene Menschen und leider auch Elben, nachdem Melkor die Orks aus Tieren erschaffen hatte, mit diesen gezüchtet und gekreuzt werden könnten. Dadurch würden die Orks, die aus dieser Zucht mit Menschen und Elben entstanden, Seelen haben und einige der späteren Orks wären damit auch mehr als Tiere gewesen. Zu ihrem Schicksal meinte Tolkien hier, dass ihr Geist nach dem Tod in die Hallen von Mandos kommt und dort bis zum Ende der Welt gefangen gehalten würde. Dies sah Tolkien als eine schreckliche, aber doch leider vielleicht wahre Möglichkeit an. Und zum anderen geht Tolkien noch auf das Konzept der Boldog ein. Bei diesen handelt es sich um gefallene Maiar, U-Maiar, die Melkor folgten. Die Boldog aber waren weit weniger mächtig als Sauron oder die Balrogs und diese bösen Geister würden unter anderem auch die Form von Orks annehmen. Als Maiar waren sie an Macht auch so gering, dass sie dadurch an eine körperliche Form gebunden wurden, aber dennoch waren sie deutlich mächtiger und gefährlicher als die üblichen Orks und dienten meistens als Hauptmänner und Anführer der Orks. Da sie an ihre körperliche Form gebunden waren, würde ihr Geist zwar nun nicht sterben, wenn ihr Körper getötet wird, aber sie verloren dadurch all ihre Macht und wurden dann zu kraftlosen Geistern, die keine Form mehr annehmen konnten und auch keinen Einfluss mehr auf die Welt hatten. Ganz ähnlich zu dem, was mit Sauron am Ende von Herr der Ringe geschieht. Somit sind die Orks in der Version dieses Essays seelenlose Tiere und nur einige wenige Orks, die mit Menschen oder Elben gekreuzt wurden, hatten Seelen, während einige besonders mächtige und dämonische Orks eigentlich Maiar in Orkform waren. In einem zweiten Essay vertritt Tolkien dann aber wieder die vorherige Ansicht, dass Orks aus Elben und später aus Menschen gezüchtet worden waren. Dieser relativ kurze Text ist nicht datiert, scheint sich aber klar auf das vorherige Essay aus 1959 zu beziehen und es hat den Anschein, als hätte Tolkien seine Meinung wieder geändert. In dieser Version bevorzugt er wieder den im Silmarillion beschriebenen und auch veröffentlichten Ursprung der Orks.
Hier allerdings mit der klaren Anmerkung, dass auch Menschen für die Zucht von Orks verwendet wurden und Orks sowohl Menschen wie auch Elben zum Ursprung hatten. Zudem beschreibt er hier noch einmal, dass Melkor die Boldog als böse Geister unter die Orks mischte, wo sie als schreckliche Krieger und Anführer dienten. Sie sollen besonders große Orks gewesen sein, mit einem dämonischen und schrecklichen Aussehen. Abschließend schrieb Tolkien dann noch einmal einige Zeit später ein letztes Essay zum Ursprung der Orks. Dieser Text entstammt vermutlich dem Jahr 1960 und ist deutlich länger und detaillierter als die vorhergehenden. Und als Ursprung der Orks bestimmt Tolkien in diesem Essay nun die Menschen. Die Orks wurden gemäß diesem Text von Melkor aus gefangenen Menschen durch Zucht und Folter geformt. Damit erlitten hier die Menschen und nicht die Elben das Schicksal, von Melkor verschleppt und so versklavt zu werden. Betrachtet man aber die Zeitlinie des Silmarillion, so wirft diese Version das Problem auf, dass Orks ja schon deutliche Jahrhunderte vor dem ersten Erwachen der Menschen in den Schlachten gegen die Elben kämpften. Dieses Problem klärt Tolkien hier auf zwei Weisen. Zum einen wollte er in dieser Phase seiner Überarbeitungen der Texte des Silmarillion das Erwachen der Menschen ohnehin deutlich weiter nach hinten verschieben und sie sollten bereits viel, viel früher erscheinen, bevor die Elben überhaupt erst nach Aman aufgebrochen waren. Doch auch mit der Veränderung der Zeitlinie sahen die Elben schon vorher Orks in Mittelerde, bevor die Menschen erwachten. Und dies erklärte Tolkien dann mit den Boldog. So sollen jene ersten Orks, die die Elben sahen, oder zumindest Wesen, die von den Elben Orks genannt wurden, Maiar gewesen sein, die die Form von dämonischen Orks angenommen hatten, während die späteren Orks dann aus gefolterten Menschen gemacht worden waren. Trotz dieser Probleme mit der Zeitlinie schreibt Tolkien weiter, dass es die wahrscheinlichste Erklärung für den Ursprung der Orks darstellt. Melkor konnte nach wie vor kein eigenes Leben mehr schaffen, aber er war ein absoluter Meister darin, es zu verderben, zu verdrehen und zu korrumpieren. Und da die Orks keine Puppen waren, wie die ersten Zwerge von Aule, musste Melkor sie so aus einem anderen Volk gemacht haben. In dieser letzten Version haben die Orks damit auch ganz klar wieder Seelen, da sie ja einst Menschen waren. Durch Melkor aber waren sie böse geworden und hatten Freude am Leid anderer und an bösen Taten und würden diese sogar ohne Befehle ausführen. Orks konnten damit frei und unabhängig agieren und taten dies auch noch nach Morgoths Fall. Sie hatten eine eigene Sprache, brauchten Essen und Schlaf und konnten getötet werden, aber sie konnten auch an Krankheiten sterben und auch durch Alter. Viele der Orks scheinen gar recht kurzlebig gewesen zu sein, wenn man sie mit den Menschen vom Volk der Edain vergleicht. Aber auch die Boldog waren weiterhin unter ihnen und führten sie als gefallene Maiar in Orkform an und waren die mächtigsten und größten und schrecklichsten Orks, die jemals gesehen wurden. Bedeutend ist in diesem Essay auch, dass Tolkien anmerkt, dass selbst spätere Völker der Menschen durch den bösen Einfluss von Wesen wie Sauron bald sehr orkähnlich werden konnten. Besonders diese vom Bösen beeinflussten Menschen wurden dann auch später noch genutzt, um die Orks weiter zu züchten. So nutzte Saruman dies zum Beispiel auch, um Menschen und Orks neu zu kreuzen. Diese Formulierung der Zucht der Orks besteht auch schon seit Tolkien die Idee der Orks aus Stein verworfen hatte. Und sie deutet klar an, dass sich die Orks biologisch fortpflanzen, womit es auch Ork-Frauen und Kinder geben müsste. Von Melkor wurden die Orks nun stets unter schwerer Kontrolle gehalten, sodass sie kaum eine Chance hatten, dem Bösen zu widerstehen. Und Sauron erlangte dann sogar noch bessere Kontrolle über sie, und jene Orks, die ihm direkt unterlagen, vergleicht Tolkien mit Ameisen, die sich jederzeit für Sauron selbst opfern würden und überhaupt keinen eigenen Sinn mehr hatten. Jene aber, die weiter weg waren und die nicht direkt durch das Böse kontrolliert wurden, konnten durchaus eigenständiger sein und gewöhnten sich auch rasch an eigenständiges Handeln. Wenngleich Sauron aber auch stets wusste, wie er auch jene fernen Orks stets für seine Pläne nutzen konnte und diese oft durch seine Diener kontrollierte. Tatsächlich vermutet Tolkien hier, dass es Sauron gewesen war, der die Orks von Anfang an zentral formte. Saurons kluge Pläne und sein methodisches Vorgehen mit Geduld sollen die Orks so geschaffen haben. In diesem Essay beschreibt Tolkien die Orks damit als Wesen, die beseelt waren und die Melkor, weil er kein beseeltes Leben mehr schaffen konnte, aus den Menschen züchten musste. Somit bleibt auch unklar, ob sie wirklich völlig böse waren und unrettbar verloren. Wie schon in vorherigen Texten deutet Tolkien an, dass Orks, wenn sie Seelen haben, am Ende vielleicht doch vor dem Bösen gerettet werden könnten.
Und so heißt es in diesem Essay daher auch, dass die Weisen von Mittelerde sagen, dass man selbst die Orks gut behandeln müsste und auch ihnen Gnade gewähren muss, wenn sie sich ergeben oder darum bitten. Und während jene Orks, die lange unter dem direkten Einfluss des Bösen standen und nahe bei Melkor und Sauron waren, gar Teil einer bösen Horde wurden und ihre Eigenständigkeit fast gänzlich zu verlieren schienen und absolut versklavt waren, würden jene Orks, die nicht unter diesem direkten Schatten standen, wieder unabhängiger werden. Sie würden ihren Hass gegen Sauron und Morgoth und andere Meister erkennen und sehen, dass sie unter deren Tyrannei leiden. Dies schienen so Tolkiens letzte Gedanken zu den Orks und ihrer Natur gewesen zu sein. Sie wurden von Melkor und ganz zentral von Sauron aus gefangenen Menschen gezüchtet, hatten damit Seelen und konnten eigenständig handeln, wenn ihr Wille nicht durch ihren Meister direkt unterdrückt wurde. Eine Sache, zu der Melkor wie auch besonders Sauron aber sehr gut in der Lage waren. Wie aber schon am Anfang erwähnt, stellt dies keine abschließende Antwort zur Natur und dem Ursprung der Orks dar, da Tolkiens Überarbeitungen am Ende unvollendet blieben und er sein Werk niemals fertigstellte. Wir wissen daher nicht, ob Tolkien die Orks weiter diskutiert hätte oder seine Meinung zu diesen noch einmal geändert hätte. Und damit blicken wir hier nur auf mögliche Ursprünge der Orks, wenngleich frühere Versionen, wie die Tatsache, dass sie aus Stein gemacht waren, wohl eher von Tolkien gänzlich verworfen worden waren. So könnte man sich für die Version des veröffentlichten Silmarillions entscheiden, in der Orks aus Elben gemacht wurden, oder Tolkiens letzte Gedanken bevorzugen, in denen Orks aus Menschen gezüchtet wurden. Man könnte ja vermuten, dass es vielleicht sein unvollendeter Plan war, die Orks so zu belassen, aber am Ende können wir das ganz einfach nicht wissen. Denn die Essays und Texte von Tolkien zeigen eine Sache ganz zentral. Und zwar, dass Tolkien durchaus seine Meinung mit der Zeit veränderte und sie immer wieder schwankte und er viele Dinge ganz grundsätzlich mit sich selbst diskutierte. Und damit bleibt der Ursprung und die wahre Natur der Orks wohl für immer ein gewisses Rätsel und wir können nur die Version betrachten, die uns Tolkien beschreibt. Was die Natur und den Ursprung der Orks meiner Meinung nach angeht, so denke ich, dass man sie nur dann als grundsätzlich und unumkehrbar böse sehen kann, wenn man die Version annimmt, in der sie entweder Tiere oder aus Stein gemachte Schöpfungen von Morgoth sind. Letztere Version, wie sie in den frühesten Texten zu finden ist, widerspricht aber Tolkiens etablierter Regel, dass Morgoth kein echtes Leben erschaffen könnte. Da diese recht konsistent von Tolkien verwendet wurde, denke ich, dass die Orks nicht mehr aus Stein gemacht sind. In den meisten Versionen aber scheinen die Orks beseelte Wesen zu sein und entweder den Elben oder den Menschen zu entstammen oder beiden. Dies entspricht sowohl dem Ursprung, wie er im Silmarillion beschrieben wird, wie auch Tolkiens letztem Essay über die Orks und der Idee, dass man selbst ihnen Gnade zuteil werden lassen müsste. Daraus und aus den restlichen Texten geht damit meiner Meinung nach hervor, dass Orks am ehesten beseelte Wesen sind und wenn sie eine Seele haben, dann können sie auch gerettet werden und sind nicht unumkehrbar böse. Nur in der Version, in der sie Tiere sind, die keine Seele besitzen, wären sie so vom Bösen durchdrungen und vom Geist des Hasses erfüllt, dass sie grundlegend und unumkehrbar böse wären. Dies wird am Ende auch durch Tolkiens Briefe noch gestützt. Auch in diesen wird der Ursprung der Orks von Tolkien immer wieder erwähnt und ob sie Seelen hatten oder nicht. Und auch in diesen zeigt sich sehr schön, dass er sich nie wirklich für eine Seite entschied. In einem Brief aus dem Jahr 1954, also einige Jahre vor der Idee, dass Orks nur Tiere sind, beschreibt Tolkien aber, dass sie Produkte des Bösen sind. Dies bedeutet, dass das Böse in ihrer Natur liegt, aber sie nicht rettungslos und nicht unumkehrbar verloren sind. Denn auch in dieser bösen Form sind sie beseelte Wesen in der Welt von Eru, von Gott, und diese Welt ist letzten Endes eine gute Schöpfung. Und da die Orks als beseelte Wesen Teil dieser Welt sind, müssen auch sie letzten Endes gut sein können. Natürlich stellt auch dieser Brief nur eine Momentaufnahme in Tolkiens Diskussion zur Natur der Orks dar, aber ich denke, dass man im Großen und Ganzen durchaus einen Trend erkennen kann. Ein Trend dazu, dass Orks vermutlich doch beseelte Wesen sind und damit ohne die Tyrannei des Bösen zumindest eine gewisse Freiheit erlangen können. Und diese Tyrannei können sie ja gemäß mehrerer Stellen in den Essays und Texten von Tolkien auch durchaus erkennen und sich ihr widersetzen. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge zum Mittelerde Lore. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das in der nächsten Folge in die Kommentare schreiben und ich sage vielen Dank an meine Patreons und tschüss YouTube bis nächstes Mal. Bei Mittelerde Lore.